Hier der Aufseher. Ihr nähert euch jetzt der Station. Solange ihr einen Kanal offen lasst, kann ich euch beobachten. Wir werden euch beim Angriff zur Seite stehen. Ich bereite mich zum Andocken vor. Es gibt noch kein Anzeichen, dass sie mich entdeckt haben. Euer Schiff ist getarnt, aber sobald ihr angelegt habt, müsst ihr rasch vorgehen. Schaltet jeden der Verschwörer so schnell wie möglich aus. Wir werden auf die Jagd machen, die nicht persönlich anwesend sind. Ihr müsst sie nur identifizieren. Beide überlebt. Ihr wollt sagen, dass ihr Corellia verloren habt? Es werden bereits Anpassungen vorgenommen. Stryver kümmert sich um die Mandalorianer. Seht ihr? Alles in Ordnung. Keine Holofallen diesmal, keine Verzerrungen. Ich arbeite an der Identifikation der Stimmen. Ich werde versuchen, näher heranzukommen. Für euch ist vielleicht alles in Ordnung. Aber ich werde erst zufrieden sein, wenn unsere Ziele für die Autopsie bereit sind. Jem Lexander, Sonderdirektor der Cherka Corporation, Nummer 1. Zumindest ist Tol Braga tot. Jetzt suchen wir unser Gleichgewicht, während die Welt ins Wanken gerät. Sir Trilak vom Mekrosa-Orden der Attentäter, Nummer 2. Unternehmt nichts, bis ihr von mir hört. Was? Wir wussten, dass wir in diesem Moment verwundbar wären. Trotz des Risikos haben wir das Chaos in dem Wissen heraufbeschworen, dass wir die Galaxis reinigen könnten. Jetzt ist es unsere Pflicht zu überleben. Und wenn unsere tausendjährige Reise endet, werden wir in ein besseres Zeitalter eintreten. Genau darüber wollte ich sprechen. Ich denke, einige von euch kennen mich. Ihr lebt. Vollstrecker! Was habt ihr getan? Was hättet ihr schon sagen können?
tausend Jahre. Es war eine noble Vision. Ich habe einige der Hologramme identifiziert. Ich schicke Akten ans Militär, nach Korriban und an die Kopfgeldjägergilden. Jeder, der mit diesem Treffen zu tun hatte, ist jetzt ein Staatsfeind. Gib mir eine Stunde, dann bringe ich die Republik und das Huttenkartell dazu, sie auch zu verfolgen. Ihr sagtet, ihr hättet einige der Hologramme identifiziert, nicht alle. Nicht jedes Gesicht war in unseren Datenbanken. Das Sternenkomplott bewahrt seine Geheimnisse auf dieser Station auf. Wenn wir das hier zu Ende bringen wollen, müssen wir herausfinden... Euer Signal wird gestört. Sprecht später mit euren hirntoten Freunden. Hunter, endlich in Fleisch und Blut. Ich habe mich schon auf Corellia von euch verabschiedet. Also lasst mich eins klarstellen. Den inneren Kreis zu töten bringt euch keinen freien Zugang zu unseren Daten. Ihr wollt wirklich wissen, was wir sind? Ihr wollt die Schlüssel zur Galaxis? Holt sie euch doch! Konntet ihr nicht einfach sterben? Es wäre so einfach gewesen. Sehen, wie gut ihr wirklich seid. Kein Zurück mehr. Davon habe ich geträumt. Davon, wie wir zwei uns gegenseitig in Stücke reißen. Wer hätte gedacht, dass uns eine imperiale Ziffer gefährlich werden könnte? Ich will euch nicht verletzen. Warum musstet ihr vom Imperium sein? Ihr hättet so gut zu uns gepasst. Wir hätten Partner sein können.
Er sieht nicht gut aus. Ich glaube, er ist erledigt. Es liegt jetzt in euren Händen. Alles, was wir erreicht haben, alles, was wir vor euch versteckt haben. Ihr seid die Letzte wie wir, die noch übrig ist. Ich vertraue euch alles an. Und ich möchte euch noch eine letzte Sache zeigen. Eine letzte Sache. Ihr habt meine Aufmerksamkeit. Ich wurde von den Besten ausgebildet. Attentäter, Hacker. Ich war sogar auf Tatooine beim alten Herrn. Ich habe schon lange niemandem mehr mein wahres Gesicht gezeigt. Hunter war nicht nur eine Tarnung für den SID. Ihr habt das Sternenkomplott getäuscht. Nein, aber solange ich gut war, interessierte sich niemand für mein Aussehen. Ich war ein kleines Mädchen, als sie mich gefunden haben. Sie haben meinen Namen gelöscht, meinen Planeten ausradiert. Irgendwann ist es einfacher, jemand Neues zu sein. Dann seid ihr aufgetaucht und ihr habt euer Gesicht behalten, als ihr Ziffer 9 wurdet. Ich war so eifersüchtig, aber wir hatten viel Spaß. Ich kann mir was Unterhaltsameres vorstellen als Gehirnwäsche und Folter. Ihr lügt. Das hat euch doch alles gefallen. Hunter und Ziffer 9. Das sind die Harten. Die wissen, wie man das Spiel spielt. Für euch ist das Spiel vorbei. Der Geheimdienst wird über euer Schicksal entscheiden. Nein, das werden sie nicht. Lebt wohl. Lasst euch nie von ihnen aufhalten. Schwarzen Kodex erkannt. Scanvorgang läuft. Identität bestätigt. Sternenkomplott, Datenbanken intakt. All diese Geheimnisse in einer kleinen Kiste. Das nenne ich enttäuschend. Der Feind ist besiegt. Verehrter Agent, der Rat der Sith hat von eurer Situation erfahren und uns zu eurer Unterstützung gesandt. Wir bedauern, dass wir aufgehalten wurden. Bleibt, wo ihr seid. Von irgendwelchen Sith wurde mir nichts gesagt. Die Kommunikation vor Ort ist blockiert. Wir wissen, dass der Geheimdienstminister ohne unsere Einwilligung handelt. Er wird verurteilt werden, aber ihr habt dem Imperium gedient. Gebt uns die Aufzeichnungen und wir werden sie dem Rat der Sith übergeben, auf dass ich unser Ruhm vergrößere. Die Verschwörer nannten es den Schwarzen Kodex. Sie haben die Hauptdatenbank gelöscht, aber ich habe so viel heruntergeladen, wie ich konnte. Benutzt es weise. Der Rat der Sith wird von eurer Loyalität erfahren. Dieser Preis... Sie sind davon fasziniert. Was habt ihr ihnen da gegeben? Ich habe ihnen meinen Holokommunikator gegeben. Er ist verschlüsselt, aber sie werden es durchschauen. Wir sollten uns beeilen. Ihr habt die Sith angelogen.
Anscheinend ist uns die Nachricht unseres Sieges vorausgeeilt. Ich suche sofort nach undichten Stellen. Ziffer, ich konnte eure Lebenszeichen überwachen, nachdem wir den Kontakt verloren hatten. Ich bin froh, dass ihr noch am Leben seid und dass ihr erfolgreich wart. Nach dem Kampf traf eine Gruppe Sith ein. Hattet ihr das erwartet? Der Rat der Sith hat ein Schiff zur Untersuchung geschickt, nachdem ich unsere Zielliste übermittelt hatte. Sie weigerten sich, die Position zu halten. Die Analyse kann warten. Aufseher, ich brauche euch beim technischen Team. Ziffer, ihr kommt bitte mit mir. Grüßt den Mann von mir. Ich sorge dafür, dass ihr nichts verpasst. Ich muss euch natürlich gratulieren, aber wenn wir die überlebenden Verschwörer ausschalten wollen, brauche ich ihre Geheimnisse. Gebt mir bitte die Daten. Sie nannten es den Schwarzen Kodex. Das sollte sein, was ihr braucht. Ja, in der Tat. Trotz allen Übeln hat das Sternenkomplott doch auch etwas Bemerkenswertes erreicht. Es ist für Jahrhunderte unsichtbar geblieben und hat unabhängig von den großen Mächten operiert. In meinem Beruf kann ich mich nicht mal an der Nase kratzen, ohne von irgendeinem dunklen Lord dran gehindert zu werden. Unsere Vorgesetzten können uns das Leben manchmal wirklich schwer machen. Die Leben, die ich zerstört habe, die Grausamkeiten, die ich genehmigt habe, all das sollte das Imperium besser machen. Aber ich bin gescheitert. Jetzt wende ich mich an euch und den Schwarzen Kodex. Der imperiale Geheimdienst wird nicht wieder aufgebaut werden. Ihr müsst fliehen, solange ihr noch die Chance habt. Wovor denn fliehen? Was passiert mit dem Geheimdienst? Die Sith und das Militär wollten sich schon seit Jahren unsere Macht aneignen. Nun, da wir ihnen gehören, werden sich die Dinge ändern. Die Verschwörer haben sich aus der Geschichte ausradiert. Der Schwarze Kodex kann euch dabei helfen, zu verschwinden. Jegliche Aufzeichnung über eure Identität wäre zerstört. Ihr werdet niemandem unterstellt, keinem neuen Sith-Geheimdienst, keinem Offizier. Ihr würdet dem Imperium als freier Agent mit reinem Gewissen dienen können. Wir sind im Geschäft, Minister. Ich bekomme meine Freiheit, das Imperium bekommt einen unsichtbaren Verbündeten. Aktiviert den Schwarzen Kodex. Findet die imperialen Sicherheitscodes und scannt nach den Referenzen zu Ziffer 9. Löscht sie alle. Kein Hinweis mehr, nicht mal ein Name. Ihr seid ein Phantom mit genügend Geheimnissen, um die ganze Galaxis zu erpressen. Das Imperium wird euch brauchen. Jemand wird euch kontaktieren. Schön, wieder hier zu sein. Bereite den Abflug vor. Wir verschwinden. Analysiere Sprungverlauf. Ja, weil wir Trottel ja auch keinen Navi-Computer bedienen können. Ich habe den Gesichtsausdruck des Ministers gesehen. Wie war das Treffen?
Nach allem, was wir durchgemacht haben, verstehe ich, wenn ein paar von euch müde sind. Aber die Galaxis wird nur noch gefährlicher. Wenn jemand Zweifel an mir oder unserer Mission hat, soll er jetzt sprechen. Wir gehören hierher. Wir wollen bleiben. Niemand zweifelt an eurer Führung. Ich habe sowieso nichts anderes vor. Ich bin noch nicht fertig mit Ihnen. Und ich bin wie immer euer treuer Diener. Stelle eine Nachricht durch. Einen Moment. Hier ist das Kommandoschiff Tenebris. Ich dachte, ich verabschiede mich gebührend von euch. Wer weiß, wann wir uns wiedersehen. Irgendwie bezweifle ich, dass es lange dauern wird. Aber trotzdem eine nette Geste. Wir erhalten Fragen von Drum und Kaas und ich hatte gehofft, alles klären zu können. Was habt ihr vor, solange wir uns hier um alles kümmern? Für die Akten? Frag besser nicht. Aber meine Leute und ich werden alles beobachten und ihr werdet von uns hören. Verstanden. Viel Glück.